Mandelplätzchen. Es war an einem Donnerstag im Juni. Ich saß im Zug von Freiburg nach Solingen. Außer mir waren nur wenige Reisende im Abteil. Ein junger Mann mit Brille hatte seine Nase in ein Buch vergraben. Den Titel konnte ich nicht erkennen. Der Inhalt schien aber interessant zu sein. Nicht ein einziges Mal blickte der Leser auf. Hin und wieder schob er die Brille wieder nach oben. Ein älteres Paar unterhielt sich leise. Der Dackel zu ihren Füßen bekam ausreichend Streicheleinheiten. 10 Uhr am Vormittag ist nicht gerade die Hauptreisezeit. Mir war es recht. So konnte ich in Ruhe meinen Gedanken nachhängen. Wann war ich zuletzt in Solingen? Viele Jahre war es meine Heimatstadt gewesen. In Gräfrath hatte ich gelebt, nahe am Marktplatz mit seinem Brunnen. Flankiert durch Schiefer verkleidete Fachwerkhäuser, die angrenzenden engen Gassen mit Kopfsteinpflaster. Hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein. Doch immer noch ein Kommunikationstreff, bei Jung und Alt gleichermaßen beliebt und geschätzt. Dann hatte mich das Leben nach Freiburg geführt. Vor ein paar Tagen hatte ich meinen 60. Geburtstag gefeiert. Ich war vorzeitig in Rente gegangen und genoss jetzt die noch ungewohnte Freizeit. Am Abend meines Geburtstages hatte ich, als die Gäste gegangen waren, in einem alten Fotoalbum geblättert und wehmütig in Erinnerungen geschwelgt. Dabei war ich auf ein Bild aus Kindertagen gestoßen. Ein kleines Mädchen mit langen braunen Zöpfen, die bestimmt bei jedem Schritt wippten. Mit strahlenden Augen stand es vor einem kleinen Café und biss genießerisch in einen Keks. Nein, es war ein Plätzchen, ein Mandelplätzchen. Ich erinnerte mich genau. Wenn ich fleißig im Haushalt geholfen hatte, gab es zur Belohnung manchmal einen Groschen. Den trug ich zum Café und erstand zu meiner großen Freude eine Tüte voll von köstlichen Mandelplätzchen, die so gut schmeckten wie nirgends sonst auf der Welt. Fast spürte ich den Geschmack wieder auf der Zunge. Das kleine Café war es überall genannt worden. Es hatte nicht weit vom Marktplatz gelegen, am Teppken, einer kleinen Gasse, die früher zu einer der 4 öffentlichen Wasserstellen in Gräfrath gehörte und ihren Namen einem steinernen Waschgefäß verdankte. Vor meinem inneren Auge sah ich es in allen Einzelheiten. In den Fenstern mit den grünen Schlagläden standen Sammeltassen auf unvermeidlichen Häkeldeckchen. Alte Holztische, ein Plüschsofa aus rotem Samt, ebenso gepolsterte Stühle. Über allem ein kaum wahrnehmbarer Duft aus Vanillezucker und Schmierseife. Kleine Holzfiguren baumelten von der Decke herab und die Wände waren bestückt mit Familienbildern. Auf einer alten Schiefertafel stand in geschwungenen Buchstaben: Heute frischer Apfelkuchen. Die Eingangstür hatte beim Öffnen immer ein wenig geknarrt, ebenso die Dielenbretter. Wie mochte es jetzt wohl aussehen? Bald würde ich es wissen. Ich war etwas aufgeregt. Ob der Kellner Konrad wohl noch da war? Nein, das war nicht möglich. Inzwischen waren ja mindestens 50 Jahre vergangen. Doch bis heute noch sehe ich seine strahlend blauen Augen und sein liebes Lachen, wenn er mir für meinen Groschen die Tüte mit den Mandelplätzchen gab. Manchmal steckte er mir zusätzlich eins in die Hand. Du musst doch vorher davon kosten, bevor du sie kaufst. Ich strahlte, stopfte mir rasch das Plätzchen in den Mund und winkte Konrad zum Abschied zu. Die kleine verwinkelte Gasse gab es noch und mit ihr das Kopfsteinpflaster. Auch das Café war noch da. Über der Tür hing ein langweilig aussehendes Schild mit dem ebenso langweiligen Namen Café am Markt. In den Fenstern standen keine Sammeltassen mehr. Neugierig spähte ich durch die Scheibe. Die Eingangstür knarrte wie früher, als ich die Klinke herunterdrückte. Ich trat ein und sah mich um.
Die Holzfiguren waren von der Decke verschwunden. Überall standen quadratische Tische mit je 4 Stühlen. Die waren mit lustigen bunten Kissen bedeckt, aber nicht in Rot. Auch das Sofa hatte man entfernt. Der Raum war gemütlich, aber ohne die heimelige Atmosphäre, ohne den Duft aus Vanillezucker und Schmierseife. Leicht enttäuscht setzte ich mich an einen Tisch am Fenster und wartete auf die Bedienung. Es war nicht viel los. Zu spät für einen Mittagsimbiss, zu früh für den Kaffee am Nachmittag. Für mich nicht. Ich bestellte bei dem jungen Mann, der an meinen Tisch trat, einen Kaffee mit Mandelplätzchen und freute mich schon auf den lange ersehnten Genuss. Der Kellner schaute ratlos. Mandelplätzchen haben wir leider nicht, gnädige Frau. Darf es vielleicht ein Stück Apfelkuchen sein? Er ist ganz frisch, gerade vorhin erst fertig geworden. Unsanft zurück in der Gegenwart lächelte ich ihn verlegen an. Ach, Entschuldigung, das war dumm von mir. Natürlich haben Sie keine Mandelplätzchen. Ein Stück Apfelkuchen nehme ich sehr gerne. Er lächelte zurück, nickte kurz und eilte zur Theke. Ich schaute ihm betrübt nach. Insgeheim hatte ich gehofft, dass die Zeit 50 Jahre auf mich gewartet hätte. Nein, auch an diesem Ort hatte es sie unaufhaltsam vorwärts getrieben. Wenigstens war der Apfelkuchen noch da. Der nette junge Mann brachte den Kaffee und stellte ihn vor mich hin. Daneben ein riesiges Stück Kuchen. Ich hoffe, er schmeckt Ihnen, sagte er zuvorkommend. Ich schaute in seine strahlend blauen Augen und fühlte einen Kloß im Hals. Mit einem Räuspern griff ich zur Kuchengabel. Zögernd blieb er neben dem Tisch stehen. Verzeihen Sie bitte, ich möchte nicht neugierig sein, aber warum fragten Sie vorhin nach Mandelplätzchen? Es schien ihn wirklich zu interessieren. Möchten Sie nicht einen Moment Platz nehmen, bot ich ihm an. Mittlerweile waren die anderen Gäste gegangen. So setzte er sich zu mir an den Tisch und hörte aufmerksam zu, während ich von meinen Erinnerungen und von Konrad erzählte. Ich bin wohl inzwischen in dem Alter, in dem man die Erlebnisse der Kindheit verklärt, äußerte ich melancholisch. Es ist ja wirklich sehr hübsch hier, nur eben anders als früher. Wie lang werden Sie hier sein, gnädige Frau? Wollte der Kellner wissen. Ich bleibe nur ein paar Tage. Am Sonntag fahre ich mit dem Abendzug wieder zurück. Aber vorher komme ich ganz bestimmt noch einmal her, versprach ich und meinte es ganz ernst damit. Das würde mich sehr freuen, erwiderte er. Und dann werden Sie auch Ihre Mandelplätzchen bekommen. Das verspreche ich Ihnen. Freudig überrascht schaute ich ihn an. Das wäre wunderbar. Sagen Sie, würden Sie mir wohl Ihren Namen verraten? Er schaute mich mit seinen blauen Augen an und schenkte mir ein liebes Lächeln. Für Sie heiße ich Konrad.